Wir sind da, Herr Erich von Däniken. Es ist uns eine unglaublich große Ehre. Wir haben schon so viel von Ihnen gehört, gelesen und auch Ihre Vorträge gesehen. Wir sind unfassbar stolz, dass wir es geschafft haben, Sie hier einzuladen und Sie sich die Zeit genommen haben. Mein Name ist Kianosch. Ich komme aus Deutschland. Wahrscheinlich haben Sie mich noch nie gesehen. Und wissen gar nicht, wer ich bin. Ich bin eigentlich Rapper. Also ich mache Musik, deutschsprachige Musik. Und behandle in meinen Songs auch Themen, die Sie teilweise in Ihren Vorträgen behandeln. Ja. Solche Dinge gibt's auch. Und wir sind auf Sie gestoßen schon vor langer Zeit von sehr vielen Freunden von mir. Die haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass es da einen netten Herrn gibt, der sich nicht nur damit befasst, sondern auch Dinge ans Licht bringt. Und wir waren sehr davon fasziniert. Und unsere Community hat sich das so sehr gewünscht, dass wir es irgendwie schaffen, Sie mal in ein Gespräch reinzuholen. Und jetzt ist der Tag gekommen. Dieser Tag ist für uns wirklich sehr, sehr großartig. Und wir freuen uns riesig, dass Sie da sind. Also herzlich willkommen, Herr Erich von Däniken. Einmal Applaus, Chat, einmal durchdrehen hier. Vielen lieben Dank. So. Dann habe ich hier natürlich ein paar Community-Fragen vorbereitet, um zu starten. Ich will Sie gar nicht auf die Folter spannen, denn wir kommen direkt auf die großen Dinge, Herr Erich von Däniken. Und wollen gar nicht hier mit Haarspalterei hier anfangen, sondern wir kommen direkt mit durch die Tür geknallt. So, wo haben wir die Fragen? Hier haben wir die Fragen. So, die allererste Frage ist, Herr Erich von Däniken, das fragen wir uns alle, weil wir uns auch damit befassen und uns sehr viele Dinge ansehen, auch von Ihnen sehr viele Dinge angesehen haben. Die Pyramiden. Das ist, glaube ich, etwas, was Sie jeder fragt. Wir fragen uns allerdings, diese Pyramiden galten ja sehr lange als Grabstätte oder wurde uns so erzählt, als dass es eine Grabstätte gewesen sei für die Pharaonen und so weiter und so fort. Aber ich denke, mittlerweile sind wir uns alle einig, dass dies nicht der Fall war. Und wir fragen uns an der Stelle, welche Funktionen haben denn die Pyramiden gehabt? Sie wissen schon, welche Pyramiden ich meine. Cheops und so weiter und so. Wir müssen mal aufräumen mit der Idee, Cheops sei der Erbauer der Pyramide gewesen. Cheops wäre ein Pharao der sogenannten vierten Dynastie, 2500 vor Christus. Mhm. Jetzt müssen Sie sich das praktisch vorstellen. 2500 vor Christus ist Steinzeit. Cheops Vater, der ist Norfu, war ein Steinzeitmensch. Es kommt plötzlich einer in der Steinzeit auf die verrückte Idee, hallo, ich brauche jetzt eine Pyramide. Und zwar gleich 150 Meter hoch, bestehen aus 2,5 Millionen Blöcken. Die müssen alle zugeschnitten werden, transportiert werden. Wie, wo, wann, die Rechnung geht ganz einfach nicht auf. Mhm. Die erste Frage, woher kommt überhaupt dieser Name Cheops? Schon vor 2000 Jahren haben damals Historiker, ich beziehe mich jetzt auf Diodor von Sizilien, die haben über die große Pyramide geschrieben. Und damals haben die Historiker festgestellt, keiner kennt den Namen des Erbauers. Warum nicht? Weil die Pyramide vor der Flut gebaut worden sei. Später tauchten arabische Schriften auf, im sogenannten Hittat. Das ist ein Buch, das ist geschrieben worden im 12. Jahrhundert. Und da wird gesagt, die große Pyramide sei vor der Flut gebaut worden von einem Herrscher, der hieß Saurit. Und da präzisieren die arabischen Historiker, Saurit ist derselbe, den die Hebräer Henoch nennen. Mhm. Wenn ich den Namen Henoch höre, dann klingelt es in meinen Ohren, denn Henoch ist sensationell. Kurz, wer ist Henoch? Henoch kommt in der Bibel vor mit einem einzigen Wort, einzigen Satz. Er sei der erste Mensch gewesen, der die Erde mit seinem Körper verlassen habe. Aber vor rund 200 Jahren entdeckte man in einer Klosterbibliothek in Äthiopien ein Buch, das Buch Henoch, in koptischer Schrift. Und das war in erster Person geschrieben, also vom Erlebnis. Ich sah, ich tat, ich hörte, nicht dritte Person, man hat mir erzählt, etc. Und da redet Henoch persönlich. Und das schreibt er, ich mache es jetzt kurz, er sei 12 Jahre alt gewesen, er saß draußen auf einer Wiese unter einem Baum und da kamen zwei fremde Wesen auf ihn zu. Und Henoch sagt, sie hatten nicht eines Menschen Atem. Wenn jemand nicht atmet wie ein Mensch, ist er kein Mensch. Einer der beiden Fremden spricht den Henoch an, in Henochs Sprache, und sagt, fürchte dich nicht, Menschensohn, fürchte dich nicht. Übrigens, wenn ich das sage, kommt immer die Kritik, woher sollen die Fremden die Sprache von Henoch kennen? Genau. Nicht einfacher als das. Unsere heutigen Völkerkundler,
die gehen zum Beispiel an den oberen Amazonas, stoßen heute noch auf wunderbare Kulturen, aber keiner kann Englisch, Französisch, Spanisch oder Deutsch. Die Ethnologen haben immer in wenigen Monaten die Sprache der Eingeborenen gelernt. So, das ist kein Problem. So einer der Fremden sagt zum Henoch, fürchte dich nicht. Ich mache es jetzt kurz. Die Fremden sagen dem Henoch, dem Zwölfjährigen, wenn du willst, nehmen wir dich mit und schulen dich. Henoch nickt tapfer. Dann sagt einer der Fremden, aber Menschensohn, du riechst übel. Auf Deutsch, du stinkst. Er musste sich waschen, ins Wasser springen. Dann hat man ihm ein Kleidungsstück gegeben. Und dann schaut er an sich runter und sagt, ich sah aus wie einer von Ihnen. Ja, Logo, in seinen irdischen, stinkigen Klamotten kann er nicht gut ins Raumschiff mit seinen Bakterien. Dann nehmen sie ihn hoch. Sie lernen ihm seine Sprache. Dann diktieren sie ihm über Wissenschaften, über Astronomie, aber auch über Ingenieurwissenschaften etc. Und dann kommt der entscheidende Satz. Wer noch da oben ist und die Sprache kann, dann einer der Fremden, Menschensohn, schau mal hinaus. Siehst du das kleine Licht dort draußen? Ihr Menschen sagt Mond dazu. Der Mond hat gar kein eigenes Licht. Der Mond besitzt sein Licht von der Sonne. Was ist daran so entscheidend? Der Satz fiel vor Jahrtausenden zu einem Zeitpunkt, dass kein Mensch wissen konnte, dass der Mond sein Licht von der Sonne bezieht. Hört noch mal hin. Der Fremde sagt, Menschensohn, schau mal hinaus. Siehst du das kleine Licht dort draußen? Ihr Menschen, sagt Mond dazu. Der Mond hat gar kein eigenes Licht. Er bezieht sein Licht von der Sonne. Da weißt du, wer die Lehrmeister waren. Es waren Außerirdische. So, meine Theorie ist die, vor vielen, vielen Jahrtausenden waren mal Außerirdische auf der Erde. Unsere Vorfahren waren damals Steinzeitleute. Das waren nette Leute, aber sie hatten keine Ahnung von Technologie. Die meinten irrtümlicherweise, diese Außerirdischen seien Götter. Wir alle wissen, es gibt keine Götter. Es gibt nur einen Gott. Ich bin ein tiefgläubiger Mensch. Aber die glaubten, die Menschen damals, das seien Götter. Und so entstanden irrtümliche Sekten und Kulturen und Religionen, aufgebaut auf einem Irrtum. Und die Pyramiden sind dann quasi durch die Hände, die Pyramiden sind ja durch die Hände der Götter erbaut worden. Nein, einer der Fremden sagt dem Henoch, nachdem Henoch die Sprache gelernt hat, es würde eine fürchterliche Flut über die Erde kommen und der größte Teil der Menschheit würde vernichtet. Er solle ein Bauwerk bauen, das der Flut widerstehe und er solle alle Technologien, Gerätschaften, alle Bücher und alles soll er in dieses Bauwerk hineintun für die Geschlechter nach der Flut. Jetzt ist die Pyramide zum ersten Mal geöffnet worden, 823 nach Christus, von einem arabischen Kalifen damals. Und der sagte, er hat in der Pyramide drei Räume gefunden. Im ersten Raum habe er Gläser gefunden, die man biegen könne, was immer das sein soll, Plastik. Im zweiten Raum ganz dünne Folien, die geglitzert hätten und die man zu Spiralen habe drehen können. Und im dritten Raum lagen zwei Fremde in fremdartigen Rüstungen. Sie hätten geschlafen, sie hätten hochgezogene Schädel gehabt, eben in fremdartigen Rüstungen. Ich nehme an, das waren zwei Außerirdischen. Der Al-Mamun, der die Pyramide geöffnet hat, war so beeindruckt und tief verwirrt von dem, was er gesehen hat, dass er Anweisung gegeben hat, die Pyramide zu verschließen und zwar so zuzumauern, dass nach ihm niemand mehr die Ruhe dieser schlafenden Fremden stören könne. Und das ist der gegenwärtige Standpunkt. Das Wort Cheops stammt von Herodot. Schau, alle antiken Historiker wissen nichts von einem Cheops. Und dann kam Herodot. Herodot war ein griechischer Historiker, 500 vor Christus. Der kam nach Ägypten. Und er hatte einen ägyptischen Führer. Und der ägyptische Führer zeigte dem Griechen Herodot einige Statuen, eine Statue voller Statuen und erklärte zu jeder Statue, wer das war und wann mit wann der gelebt hat. Und am Ende sagt der Ägypter zum Griechen, diese Statuen entsprechen 11.240 Jahren. Damals seien die Götter vom Firmament unter den Menschen gewesen. Seither seien sie nicht mehr gekommen. 11.240 Jahren. Die Aussage ist gemacht worden vor 2,5 Jahrtausenden, von heute an gerechnet. Wir müssen also den 11.240 Jahren noch 2.500 dazuzählen. Und wir kommen auf rund 14.000 Jahre, als die Götter auf der Erde waren. Und sie haben die Anweisung gegeben, die Pyramide zu bauen, um die ganze Technologie, die Schriften vor der Flut zu retten.
Und das steht so im Hittat, in einer alten arabischen Überlieferung. Interessant, interessant. Wir haben uns sehr viele Dinge über die Pyramiden angesehen, unter anderem auch Ihre Arbeiten. Wir haben ein paar Verbindungen zwischen Nikola Tesla und den Pyramiden gefunden, weil es gibt ja unter den Pyramiden, ich weiß nicht, ob Sie das bestätigen können, gab es auch Funktionen mit dem Wasser und mit irgendeiner elektrischen Leitung, die in den Pyramiden mitverbaut worden ist. Haben Sie da irgendwelche... Ja, ich habe das... Nein, ich weiß dazu nichts. Ich habe das verfolgt. Und ich nehme es zur Kenntnis und ich schließe überhaupt nichts aus. Alles ist möglich. Wir wissen gar nichts, was in der Vergangenheit wirklich passiert ist. Alles ist möglich. Nur die Pyramiden miteinander zu verbinden, ist ein bisschen mühsam, weil die Pyramiden zu völlig unterschiedlichen Zeiten entstanden sind. Zum Beispiel die Cheops-Pyramide offiziell 2500 vor Christus. Ich sagte vorher, sie ist meiner Meinung nach viel älter. Aber eine Maya-Pyramide, die älteste in Tikal, ist erst 800 nach Christus gebaut worden. So, da sind Jahrtausende dazwischen. Da kannst du keine Beziehungen ziehen. Verstehe, verstehe. Das bedeutet, dass diese Pyramiden von innen aus älter sind und von außen vielleicht wieder quasi renoviert worden sind. Immer wieder. Immer das wieder. Passiert ja immer wieder. Immer wieder haben Kulturen ihre zerfallenen Bauwerke renoviert. Immer wieder ihre Tempel und Pyramiden. Wahnsinn. Wir fragen uns auch, Herr Erich von Däniken, was war der ausschlaggebende Punkt, dass Sie sich damit angefangen haben zu befassen in Ihren jungen Jahren? Wir haben ja gehört, Sie waren ein sehr wilder Typ, ne, zu Ihren jungen Jahren, sehr wild unterwegs, ne? Ein Rowdy schon fast. Was ist dann passiert, dass Sie sich auf einmal gedacht haben, ich befasse mich jetzt mit solchen Themen und widme meiner Zeit? Ja. Schau, ich bin in einer katholischen Familie groß geworden. Mein Vater war ein intelligenter, liebenswerter Mensch, aber ein sturer Katholik, der hat jeden Tag den Rosenkranz gebetet. Und ich war ein Rowdy, ich war ein Draufgänger, ein Tunichtgut. Und der Papa fand, den müssen wir in ein Internat stecken, damit der gute Junge erzogen wird. Und so steckte man mich in ein katholisches Jesuiteninternat. 5 Jahre, Lateinisch, Griechisch, Griechisch, Deutsch. Und ich nochmals, ich war ein tiefgläubiger Mensch, ich bin heute noch ein tiefgläubiger Mensch. Ich bin einer von den Menschen, die an Gott glauben. Aber was immer Gott ist, das muss etwas Spirituelles sein, etwas Geistiges, nicht etwas Materielles. Wenn Gott etwas Materielles wäre, dann müsste man schon wieder weiter fragen, wer oder was hat das Materielle erschaffen? Richtig. So, Gott ist etwas Geistiges, irgendetwas Grandioses. Wir können es nicht erklären. Jetzt war ich in der Schule und da haben wir Bibelübersetzungen machen müssen. Und da lernte ich, dass der Gott der Bibel ein materieller Gott ist. Der fährt herum mit einem Fahrzeug, das raucht, das bebt, das stinkt, das Feuer macht, das den Berg erzittern lässt, etc. Es war ein materielles Wesen und kein spirituelles. Und jetzt hatte ich Zweifel. Zweifel an meiner eigenen anerzogenen Religion. Ich sagte, da stimmt etwas nicht. Mhm. Und ich wollte als junger Mann einfach wissen, was sagen eigentlich andere Kulturen über ihre Entstehungsgeschichte, über ihre Besuche. Und damit hat das Ganze angefangen, was ich später betreibe. Ursprünglich waren Ausrede da. Also quasi die Suche nach Gott hat sie in diese Sphären gebracht. Richtig, wobei ich Gott nie verloren habe. Stark, stark. Also ich weiß heute noch nicht, was Gott ist. Niemand weiß, was Gott ist. Aber Gott ist etwas Spirituelles, das existiert. Man spürt es ja auch, ne? Etwas Göttliches spürt man ja auch. Ich bin auch der Meinung, dass es auf jeden Fall so etwas wie einen Gott geben muss, sonst macht alles gar keinen Sinn. Und alles, was ja zusammengehalten wird, das ist ja im Frequenzbereich, denn mittlerweile weiß man ja, dass Frequenzen sehr großen Einfluss auf Materie haben und die kleinsten Atome und Teilchen werden ja durch Frequenzen auch gehalten. Deswegen sind Steine Steine, Holz ist Holz und so weiter und so fort, sonst wird ja alles in sich zusammenfallen. Und wir sind immer auf der Suche, wenn wir zum Beispiel live sind und Sachen anschauen, sind wir immer auf der Suche, woher kommt das alles? Woher kommt der Mensch? Woher kommt das Universum? Woher kommen die Planeten und so weiter und so fort? Und ich glaube, irgendwann schaltet das Gehirn ab und man kann in der Vorstellungskraft schon gar nicht mehr weiter, außer nur zu spekulieren. Das heißt, man hat nichts Handfestes. Aber etwas Handfestes haben wir, und zwar überspringe ich jetzt mal das Thema und komme direkt auf das nächste. Herr Erich von Däniken, die Community hat sich diese Frage gewünscht. Was ich hier stelle, sind ausgiebig nur die Fragen, die die Community sich gewünscht hat. Und zwar wollten die gerne von Ihnen wissen. Sie müssen sich auch nicht zu jeder Frage äußern. Das heißt, wenn Ihnen irgendwas suspekt ist oder wenn Sie da keine vernünftige Antwort drauf haben, kann ja sein, dann müssen Sie gar nicht, ne? Dann können Sie auch sagen, das ist Quatsch.
Und zwar geht es um das Verlassen der Erde Richtung Universum. Und zwar, um genau zu sein, Richtung Mond. Denn es gibt viele Leute, die sagen, dass zum Beispiel die Mondlandung gar nicht stattgefunden hat. Und da wollten die Leute mal gerne von Ihnen wissen, wie Sie das sehen. Ist es möglich gewesen, zu der damaligen Zeit von der Erde Richtung Mond zu fliegen und wieder zurück? Ja, tatsächlich, also meiner Überzeugung nach hat die Mondlandung stattgefunden. Zum einen haben die Amerikaner damals verschiedene Gegenstände auf dem Mond gelassen. Die sind heute noch da. Unter anderem einen Reflektor. Mit dem Reflektor kann man die Distanz Erde-Mond messen. Und die Distanz kann jeden Tag um ein paar Meter ändern. Und jeden Tag wird die Distanz gemessen. Da wird ein Laserstrahl auf diesen Reflektor geschickt und der wird zurückgeworfen. Und man weiß, der Reflektor ist auf dem Mond installiert worden von Menschen. Und dann kannte ich persönlich einige Leute, die mit der Mondlandung, mit Apollo befasst waren. Joseph Blumrich zum Beispiel, Werner von Braun, James Flattery, das sind alles Leute, die mit dem Apollo-Programm zu tun hatten. Und das sind grundehrliche Menschen, das sind keine Lügner, das sind keine Betrüger. Etwa 100.000 Menschen haben an der Mondlandung mitgearbeitet. Die waren schon da oben. Und trotzdem verstehe ich die Skeptiker. Da sind die Amerikaner selber schuld. Denn die haben vor der Mondlandung haben sie ein Studio aufgebaut und haben im Studio die Mondlandung nachgebaut, wie sie sein würde. Also künstliche Steine hingestellt, eine künstliche Flagge, die aussah, als ob sie im Wind wehen würde. Und dann hat man das Studio gezeigt und hat dort Aufnahmen gemacht, was komplett falsch war. Später sind die Aufnahmen verwischt worden. Man hat die Studioaufnahmen genommen und hat gezeigt, das waren reale Aufnahmen auf dem Mond, was falsch war. Und auf dem Mond zum Beispiel ist die Mondflagge, die flackt. Auf dem Mond gibt es keinen Wind. So, es sind Fehler passiert, definitiv. Ja. Aber sie waren trotzdem auf dem Mond. Das Mondauto und andere Fahrzeuge beweisen es. Okay. Und die Menschen, die dabei gearbeitet haben. Können Sie sich vorstellen, dass ein Mensch in einem Raumschiff mit 40.000 km/h nach oben geschossen wird? Also ist das möglich, dass ein Mensch, also ein Körper so etwas aushält? 40.000 km/h? Ja, weißt du, 40.000 hast du nicht aus dem Stand. Das geht nicht von 0 auf 40.000. Die Beschleunigung findet ja langsam statt. Er hat dauernd etwa 7, 8 G. Gravitation ist die Erdanziehung. Hat er auf dem Körper, aber nicht 40.000 auf einen Schlag. Mhm. Weil wir haben gelesen, dass das Apollo-Flugobjekt sich mit ca. 40.000 km/h Richtung Mond bewegt hat. Das stimmt, ja. Aber das ist dann in der Schwerelosigkeit. Da spürst du den Andruck nicht mehr. Ah, okay, okay. Ja, interessant, interessant. Das ist sehr, sehr interessant. Die nächste Frage ist, werden wir Menschen überwacht und kontrolliert von einer Art Aliens, von den, was weiß ich, Anunnakis zum Beispiel oder von irgendwelchen Aliens, die wir noch nicht so kennen? Glauben Sie, die sind unter uns oder wir werden überwacht? Ja, ob überwacht, bin ich nicht so sicher, aber die sind tatsächlich unter uns. Und jetzt mache ich ein paar Aussagen, die nicht von Erich von Däniken stammen. Die können Sie im Internet nachlesen. Zum Beispiel Professor Dr. Chaim, schreibt sich H-A-I-M, Chaim Eshed, E-S-H-E-D, Eshed, war lange Jahre, 20 Jahre lang, der Chef der israelischen Weltraumsicherheit. Der sagt, Außerirdische sind unter uns. Hallo, wie das ein Spinner sagen würde, nein, der Chef der Weltraumbehörde. Oder Monsieur Paul Helier. Helier war 16 Jahre lang Verteidigungsminister Kanadas. Ein Verteidigungsminister ist eine wichtige Persönlichkeit, vertraut man Geheimnisse an. Mhm. Der sagt nicht nur, Außerirdische sind unter uns, er sagt, sie könnten ihnen auf der Straße begegnen, sie würden es nicht merken. Er sagt, Außerirdische sind in uns oder sie haben unsere Form angenommen. Und dazu gibt es etwa 20 Aussagen inzwischen von berühmten Politikern und Wissenschaftlern. Mit einem habe ich persönlich geredet am Telefon, mit Professor Dr. Avi Loeb, der auch so eine Aussage gemacht hat. Avi Loeb ist Astronome, Harvard-Universität. Und ich sage, wie kommen Sie dazu, als Harvard-Professor so etwas zu sagen? Sagte mir Erich, der Zeitgeist muss sich ändern. Wir müssen langsam, langsam die Menschheit darauf vorbereiten, wir sind nicht allein. Denn bis heute bildet sich die Mehrheit ein, wir seien das Größte.
Lass mich das schnell erklären. Ganz grob gesagt gibt es auf unserem Planeten zwei Sorten von Menschen. Grob gesagt. Die eine Sorte ist religiös, egal welcher Religion. Die andere Sorte ist wissenschaftlich. Die religiöse Gruppe ist überzeugt, der liebe Gott hat alles gemacht. Das Universum, die Pflanzen, die Tiere. Aber als Krone der Schöpfung hat der liebe Gott uns Menschen erschaffen. Die wissenschaftliche Gruppe ist überzeugt, alles ist Evolution, Mutation, Selektion. Aber wir sind die Spitze der Evolution. Ist Ihnen jemals schon aufgefallen, dass wir in beiden Fällen, Religion, Krone der Schöpfung, Wissenschaft, Spitze der Evolution, dass wir in beiden Fällen die Größten sind? So was Tolles wie uns gibt's ja nicht mehr. Wir müssen lernen, bescheidener zu werden. Wir sind nichts Einzigartiges in diesem Universum. Es wimmelt da draußen von außerirdischen Kulturen, von denen wir uns selbst abgeschnitten haben. Wir werden beobachtet. Wir wurden seit Jahrtausenden beobachtet. Aber sie kommandieren uns nicht, sie dirigieren uns nicht. Da kann man sich immer fragen, ja, wieso denn nicht? Ich meine, als Beispiel, wir Menschen beobachten, dass Ameisenvölker aggressiv sein können. Mhm. Es gibt Ameisen zum Beispiel, die überfallen andere Ameisenstaaten. Die stehlen die Ameisenkönigin. Jetzt könnten wir Menschen sagen, hallo, wir können doch das abstoppen. Wir können den Ameisenvölkern verbieten. Wir können ihre Routen stören. Aber es interessiert uns nicht, was interessiert uns, was Ameisen machen. So ähnlich wie die Außerirdischen. Die beobachten zwar unser Fehlverhalten, aber es interessiert sie nicht, was wir Spinner machen, die Sauereien auf dem Planeten, die Ungerechtheiten. Wir müssen selber damit fertig werden. Wir müssen lernen. Das ist unsere Schuld und wir haben es wieder gut zu machen. Starke Worte auf jeden Fall zum Ende hin. Ich habe nur eine Frage und zwar bezüglich dieser Alien-Kontrolliergeschichte. Was ist, wenn man die These annimmt, dass wir vielleicht die Aliens sind, vor denen wir die ganze Zeit warnen und uns fürchten? Und wir wissen es gar nicht. Ja, das ist eine sehr interessante Geschichte. Schau mal, irgendwo, ich habe schon gedacht, hat das Universum begonnen, wir wissen nicht wie. Und irgendwann hat sich die erste Lebensform gebildet, wir wissen auch nicht wie, und zwar die erste Intelligenz. Das muss man nicht beweisen, denn wir sind nun mal da. Wir sind intelligent. Jetzt kann man sich fragen, wie kam es? Wir haben zuerst mal noch keine Antwort. Jede intelligente Lebensform hat eine Triebfeder in sich. Die Triebfeder heißt Neugierde. Gegen die Neugierde kann keine Intelligenz etwas machen. Die Neugierde bringt jede Intelligenz zur Weltraumfahrt, früher oder später. Warum? Stellen Sie sich mal vor, wir Menschen wüssten alles über unsere Erde. Wir hätten ein Loch durch die Erde gemacht, wir hätten die menschlichen Gehirne auseinandergenommen, die tierischen Gehirne. Wir wüssten einfach alles. Toll, was machen wir als Nächstes? Als Nächstes sehen wir die kleinen Lichtlein nachts am Himmel. Und die Neugierde zwingt uns zu fragen, was ist das? Wir haben keine Wahl. Früher oder später betreiben wir Weltraumfahrt. Jetzt kamen wir irgendwann mit Außerirdischen zusammen. Wann das erste Mal, ich weiß es auch nicht. Und die Außerirdischen haben uns geschaffen. Also, die Geschichte geht so. Eine Lebensform hat das Interesse daran, die eigene Lebensart auszubreiten. Mhm. Jetzt infiziert man einen Sektor der Milchstraße mit der eigenen DNS. Was ist das? Reiben Sie in Ihrer Hand. In jeder Zelle haben die die DNS, das ist die Spirale, Desoxyribonukleinsäure. Genau. Und DNS ist widerstandsfähig gegen Hitze, Kalte, Kälte, Hochvakuum, gegen alles. Jetzt infizieren Sie einen Sektor Ihrer Milchstraße mit Milliarden von dieser DNS, Ihren Lebensbausteinen. Sie wissen genau, der größte Teil wird in einer Sonne verglühen, gerät in den Anziehungsbereich einer Sonne oder in den Anziehungsbereich von Planeten, die völlig ungeeignet sind. Zum Beispiel Merkur-Typ, viel zu heiß, viel zu nah an der Sonne. Ein Bruchteil wird in den Anziehungsbereich von Planeten gelangen, die ähnlich sind wie diejenigen, die mit dem Spiel begonnen haben. Verstehe. Und jetzt beginnt Evolution auf dem betreffenden Planeten. Aber die Information, die DNS, kam von außen. Das, was ich hier sage, ist nicht meine Idee. Das sagen heute berühmte Wissenschaftler, zum Beispiel Nobelpreisträger Sir Francis Crick in seinen Büchern. So, die Information kam von außen. Jetzt entwickelt sich Evolution. Irgendwann kommen Außerirdische, nicht zufällig. Die wissen genau, auf welchem Planeten sich Leben entwickeln konnte. Unsere Astronomen heute wissen auch, welche Sonnen Planeten haben, welche Planeten in der richtigen Umlaufbahn sind, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Die Fremden wussten das auch, kein Zufall. Sie kommen zu uns, stellen fest, auf dem Planeten wimmelt es von Leben, alle Tiere aller Art,
Und eine Lebensart ist die fortgeschrittenste, unser Vorfahre. Meinetwegen, ich sag's unwissenschaftlich, so ein Affe, Schimpanse, irgend sowas. Die nehmen ein Exemplar, verändern die DNS in der Zelle. Das macht heute jeder Biologiestudent. Die veränderte Zelle kommt in eine Nährlösung. Man legt das in die Gebärmutter eines Weibchens derselben Spezies. Das Weibchen wird einem Kind das Leben schenken. Das Kind hat selbstverständlich die Evolution auf der Erde, aber durch die gezielte künstliche Mutation bricht es jetzt aus dem Stamm aus. Wenn Sie eine neue Population wollen, brauchen Sie mindestens zwei. Ein Männchen und ein Weibchen. Ja. Und jetzt landen Sie in der Geschichte von Adam und Eva. Und Gott schuf die Menschen nach ihrem Ebenbilde, nach seinem Ebenbilde schuf er uns Adam und Eva. Also in den religiösen Texten ist das alles überliefert. Heute kann man es wissenschaftlich sehr vernünftig erklären. Wir sind bereits das Produkt einer künstlichen Mutation. Nur wo es angefangen hat, wir haben keine Ahnung. Und die Tiere? Ich meine, wir reden jetzt von uns Menschen. Aber was ist mit den Tieren, mit den Giraffen, mit den Wasserlebewesen, mit Delfinen und so weiter und so fort? Was hat es da denn auf sich? Also wenn es in derselben Familie ist, dann gibt es Mutationen. Wir wissen zum Beispiel, es gab einen Urhund und von dem Hund sind alle möglichen Hunderassen, kann man ableiten. Das geht so, kann man auch in der DNS beweisen. Und Katzen auch. Aber verschiedene. Naja. Genau. Aber verschiedene Tierarten können wir nicht erklären. Wir haben keinen vernünftigen Grund, warum der Giraffe einen langen Hals hat. Wir wissen nicht, warum bestimmte Arten sich gefunden haben. Wir haben keine Ahnung. Also Reptilien zum Beispiel, die funktionieren auch nochmal ganz anders. Ne? Die legen auch Eier und sind ja keine Säugetiere. Ist ja auch nochmal ein Unterschied. Schlangen, Krokodile, Echsen etc. Ja genau, wir wissen es einfach nicht. Die Evolution erklärt einiges, aber die Evolution lässt viele Lücken offen. Und die heutigen Evolutionstheoretiker, die merken das auch langsam. Evolution, ja, aber nicht nur. Es hat immer wieder Eingriffe von außen gegeben. Wahnsinn. Das können Sie übrigens beweisen. Schau mal, nehmen Sie mal Ihre Hand, den Finger hochhalten. Alle unsere Familienmitglieder, hier, Orang-Utans, Gorillas, Schimpansen, die leben ja alle. Sind alle da. Haben auch die genau diese Hände, ne? Aber die sind nicht vom Stamm abgestoßen. Nur wir. Warum? Wir sind doch alle gleich. Wieso sind die nicht auch von den Bäumen runtergekommen? Haben Musik erfunden, Malereien etc. Kultur. Warum nur wir? Die religiösen Überlieferungen sagen es, weil es die Götter gemacht haben. Sie schufen die Menschen nach ihrem Ebenbild. Wir sind das Produkt einer künstlichen Mutation. Interessant, das ist schon interessant. Ist Ihnen mal aufgefallen, Herr Erich von Däniken, wir haben ja 5 Finger an einer Hand, richtig? Ja. Und wir haben ja 5 Sinne. Riechen, schmecken, sehen, hören und fühlen. Meinen Sie, es ist ein Zufall, richtig, dass es auch 5 sind? Ich glaube, jeder Finger steht für einen Sinn. Das höre ich zum ersten Mal. Ja, und wenn man... Und es gibt ja auch die Dualität, ne? Und wenn man die miteinander verbindet und seine Sinne verbindet, dann hat man ja... Deswegen beten ja auch viele Menschen, indem die ihre Hände zusammen tun. Ne? Das hat man ja auch. Oder auch in den Meditationsbereichen, die verbinden ja ihren gesamten Körper. Richtig. Und wenn man das alles ein bisschen fixiert, dann hat man, glaube ich, sowas wie einen 6. Sinn. Und das ist, glaube ich, die tiefe Spiritualität des Menschen. Darüber mache ich mir sehr viel Gedanken, weil es ist kein Zufall, dass wir 5 Sinne haben und die Dualität auch noch herrscht. Ja, ist nochmal ein Thema für sich. Da mache ich mir auch sehr viel Kopf. Aber sehr interessant, dieser Aspekt. Und das, die nächste Frage unserer Community wäre, was sagen Sie, ich werfe jetzt einfach mal den Begriff in den Raum, Antarktis. Ich meine, das ist ja super spannend, weil es dort gewisse Bereiche gibt, die abgesperrt sind auch. Und da ist ja super alles sehr, sehr interessant. Und was sagen Sie denn dazu? Da gibt es ja auch verrückte Theorien drüber. Also, oh, ich habe gerade gekrönt. Alles gut. Mache ich auch manchmal. Ja. So, ich lese über die Antarktis, dass man im Zweiten Weltkrieg, dass die Deutschen, die Nazis einerseits, dort eine Basis gehabt haben. Ich weiß nicht, was stimmt. Das erfahre ich einfach so. Ob recht oder nicht, weiß ich nicht. Aber neuerdings liest man, dass man Messungen gemacht hat. Es gibt eine neue Radarart, mit der kann man das Gestein durchmessen, durch die Materie durch. Und dass man in der Antarktis unter der Eisscholle hat man künstliche Strukturen gefunden. So jetzt leben wir in einem Zeitalter eines Klimawechsels. Der hat zwar nicht nur Nachteile, auch ein paar Vorteile. Das Antarktis-Eis schmelzt.
Grönland war mal grün, jetzt schmilzt es und kann man es wieder als Grönland benutzen. Genau. Und dann kommt in der Antarktis plötzlich, kommen plötzlich Kontinente zum Vorschein darunter und Rätsel, die wir früher nicht gesehen haben. Richtig. Zudem darf nie vergessen werden, seit dem 12. Jahrhundert kennt man eine Antarktiskarte. Man nennt sie die Piri Reis-Karte. Piri Reis war ein türkischer Offizier, ein Marineoffizier, und er selber hat geschrieben, er habe diese Karte in der Bibliothek von Alexandrien gefunden. Und auf der Karte, muss man sich vorstellen, Jahrhunderte alt, als die Menschheit die Antarktis noch gar nicht kannte, ist die Antarktis eingezeichnet. Und sogar mit den exakten Küstenlinien, mit den vorgelagerten Inseln, mit den Meeresbuchten etc. Also irgendwer hat vor Jahrtausenden die Antarktis, als sie noch eisfrei war, kartografiert. Wer? Wir haben keine Antwort. Aber die Karte existiert, die berühmte Piri-Reis-Karte. Sie finden sie übrigens auch in meinen Büchern. Ich meine, was ist denn passiert, dass dort plötzlich alles eingefroren war? Ich meine, wir haben da 100 oder Kilometer dicke Eisschichten. Und ich frage mich, was ist denn passiert, dass es so eingefroren ist? Was ist denn dort geschehen? Das müssen ja nicht die Geologen beantworten. Vermutlich ist die Erdachse gekippt. Irgendetwas ist mit der Erdachse passiert und das, was früher Wasser war, ist Land geworden und umgekehrt. Und das beobachten wir aktuell auch wieder. Es gibt wieder eine Umkehr. Offenbar. Und da fällt mir nur noch eine spannende Geschichte ein. Schau, alle Kulturen der Welt kennen die Sintflutstory. Die wissen, dass irgendwann mal Wasser kam. Aber was immer vergessen wird, da kam irgendein weiser Mann, etwas Göttliches, zu irgendeinem Volk und hat sie gewarnt, eine schreckliche Flut wird kommen. Mhm. Aber das war keine Warnung wie eine Wetterprognose. Also nächste Woche beginnt es dann zu regnen. Das war eine Warnung auf 30 Jahre voraus. Derjenige, der die gewarnt hat, wusste, dass in 20, 30 Jahren eine Flut kommt. Warum wusste er das? Die Leute mussten ja ein Schiff bauen. Um ein Schiff zu bauen, musst du Hölzer fällen, musst du Hölzer schneiden, musst du ein Schiff zubereiten. Das dauert 20, 30 Jahre. So wer immer die Menschheit gewarnt hat vor der Flut, wusste das weit voraus. Und nicht nur klar, nächste Woche beginnt dann zu regnen. Aber woher wussten die das? Von früheren Zivilisationen? Das ist genau die Frage. Vermutlich nur Außerirdische. Außerirdische hatten das in ihren Berechnungen, dass entweder der Erdpol sich ändert, dass irgendetwas sich verschiebt und dass sie nichts dagegen machen können. Oder vielleicht mit Meteoriten. Wir haben zwischen Mars und Jupiter haben wir den Asteroidengürtel. Da war mal ein Planet. Die Astronomen sagen, der Planet ist explodiert. Zufälligerweise explodieren keine Planeten. Das muss irgendwelche Gründe haben. In der altindischen Literatur wimmelt es von Kriegen der Götter untereinander. Die haben sich gegenseitig bekämpft mit fürchterlichen Waffen, offensichtlich auch mit Atomwaffen. Es wird beschrieben, wie sogar noch die ungeborenen Kinder im Mutterleib gestorben sind. So, irgendwas Schreckliches ist vor Jahrtausenden passiert und wir haben keine Ahnung was. Wahnsinn. Der Planet Nibiru, sagt Ihnen das was? Natürlich, ja klar. Der Planet Nibiru, das kommt von Zacharias Hitchin, ein brillanter Autor, ist inzwischen tot. Er nennt das einfach Sibiru, also es gibt noch einen Planeten in unserem Sonnensystem. Man hat Mühe, ein bisschen Mühe. Schau, unsere Astronomen, die schicken Satelliten hinaus, aus dem Sonnensystem hinaus. Und die Satelliten haben keine Antriebskräfte, die haben keine Raketenkräfte. Die Satelliten werden so programmiert, dass sie in den Anziehungsbereich vom Planeten kommen, weil wir vom Mars, am Mars vorbeigeschleudert werden, dann weiter hinaus ins Universum. Wenn wir jetzt in unserem eigenen Sonnensystem einen Planeten hätten, wie Nibiru, einen unsichtbaren Planeten, dann würden all diese Berechnungen nicht stimmen. Die Gravitationsverhältnisse wären verkehrt und die Satelliten könnten ihre Bahnen nicht nehmen, wie berechnet. Das schließt nun nicht aus, dass es einen Planeten gibt, aber der kann so weit draußen sein, dass wir ihn nicht wahrnehmen. Er kann auch vielleicht unsichtbar sein, weil er klein ist oder aus anderer Art besteht. Wir können das alles nicht ausschließen. Okay, also es gibt keinen Beweis für und keinen Beweis dagegen. Nein, richtig. Die Situation ist papp unentschieden, ja. Weil man hört immer wieder, der Planet Nibiru nähert sich unserer Erde und deswegen spielen die Pole verrückt und sowas hört man ja immer wieder, ne? Ich weiß nicht, deswegen frage ich Sie, ob Sie da mehr drüber wissen. Schau, vor 2500 Jahren haben Platon, der griechische Philosoph Platon, hat Dialoge geführt mit seinen Jüngern, mit Sokrates, mit anderen im alten Griechenland.
die Dialoge von Platon sind aufgeführt worden. Da gibt es einen Dialog, der heißt Gesetze, das Buch heißt Gesetze und ein anderes heißt Timaios. Und da saßen andere dabei, die Schüler haben alles aufgeschrieben, was die Meister gesagt haben. Und damals schon wird im Platos Dialog Gesetze klipp und klar gesagt, vor Jahrtausenden, und zwar vor 8 Jahrtausenden, ist die Welt schon mal untergegangen. Und er erklärt es nicht auf 2, 3 Sätzen, auf 2, 3 Seiten, die Welt ist untergegangen. Und da war ein Ägypter, war in der Männerrunde auch dabei, als Gast aus Ägypten. Und die Ägypter, die Griechen haben den Ägypter gefragt, kennt ihr das auch in eurem Land, diese Überlieferung? Sagt der Ägypter, ja, bei uns ist das aufgeschrieben auf einer Stele. In einer großen Stele steht das, dass die Welt mehrmals kaputt gegangen ist. So, wir haben zum Beispiel in Europa, hier bei uns, gehen Sie mal in die französische Bretagne, unten an der Atlantikküste, da stehen tausende von Menhiren. Menhiren sind Steine, man nennt sie spöttisch Hinkelsteine, sind Steine von einigen Tonnen Gewicht, in schnurgeraden Ordnungen. Mhm. Jetzt stellt man fest, die Steine stehen nicht zufälligerweise da, sie stehen in pythagoreischen Dreiecken. Also a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat. Mathematik also. Irgendwer muss vor Jahrtausenden unseren steinzeitigen Vorfahren befohlen haben, holt mal Steine. Vielleicht hat er ihnen gezeigt, wie es schneller geht, einfacher geht. Aber die Menschen haben es gemacht. Und derjenige hat befohlen, legt das in ganz bestimmten Formen hin. Warum? Er wusste, die Welt würde kaputt gehen, aber die Steine überleben. Alles andere, Holz, Papier, Papyrus, geht kaputt. Die Steine gehen nicht kaputt. Und die Generationen nach der Überflutung werden die Steine sehen. Sie werden merken, das sind geometrische Botschaften. Und jetzt sind sie gezwungen, sich zu fragen, wer hat das gemacht, wieso ging es kaputt, etc. Das alles kann man auf dem Land kontrollieren. Die französische Bretagne existiert, geht mal hin im Sommer. Also sagen Sie, es gab mehrere Zivilisationen wie unsere, die quasi ausgelöscht oder sich selber ausgelöscht hat, man weiß es nicht, Naturkatastrophen. Und das hat sich immer wieder wiederholt. Richtig, das sagt nicht nur Däniken, das steht bei Platon im Buch Gesetze und Timaion. Und das ist vor über 2000 Jahren niedergeschrieben worden. Wissen Sie, eine Frage stelle ich mir immer wieder. Die Menschheit gibt es ja schon sehr lange, seit, ich weiß nicht, hunderte von tausenden von Jahren, ne? Wie kann es sein, dass in dieser Zeitspanne, in so einer kurzen Zeit, die Menschheit so einen Sprung gemacht hat? Das heißt, wir waren ja gefühlt hunderte von tausend Jahre sowas wie unterentwickelte Menschen. Und was ist passiert, dass wir auf einmal innerhalb von 1000 Jahren so einen Sprung gemacht haben oder ein paar hundert Jahren sogar erst? Das sagen die alten heiligen Überlieferungen, das passierte, weil die Götter kamen. Die Götter haben eingegriffen ins Genom. Die Götter schufen die Menschen nach ihrem Ebenbild. Das steht nicht nur in der Bibel, steht im Koran, steht in den meisten anderen heiligen Schriften in irgendeiner Form. Es war ein Eingriff von außen. Dass sie fragen, was ist passiert? Wir lebten so wie Tiere, primitiv. Und dann kamen die Fremden, haben unser Genom verändert und voilà, da sind wir. Wir sind das Produkt von jemand anderem. Zum Teil auf der Erde entstanden, Evolution, ja, aber nicht ganz. Dann kam es im künstlichen Eingriff und deswegen gibt es uns. Hätte es keinen künstlichen Eingriff gegeben, was wären wir heute? Heute, das ist genau, was unsere Mitbewohner sind, die Affen, die Gorillas, die Schimpansen, wir hätten keine Kultur, wir hätten keine Malerei, wir hätten keine Chöre, wir hätten keine Musik, wir Wahnsinn. Hätten nichts von Kultur. Wahnsinn, Wahnsinn, weil diese Frage stelle ich mir so oft, was ist passiert, dass wir plötzlich angefangen haben, so zu sein, wie wir jetzt sind, mit dem Gehirn, mit dem Fortschritt, mit der Technologie und so weiter und so fort. Und Wir hatten Hilfe von außen. Jetzt sagt das nicht Däniken. Das sagen die großen heiligen Überlieferungen. Und da darf man etwas nicht vergessen. Vor vielen Jahrtausenden haben die Menschen angefangen, die Schrift zu erfinden. Übrigens, laut Diodor von Sizilien. Diodor von Sizilien ist ein Historiker, der lebte vor 2000 Jahren. Laut Diodor von Sizilien waren es die Götter, die herniederkamen und den Menschen beibrachten, wie man schreibt. So, wir haben es gelernt von irgendwem. Und die ersten Schreiberlinge, die haben keine Science-Fiction-Stories geschrieben, keine Fantasien. Es gab nur wenige Menschen, die der Kunst des Schreibens mächtig waren. Die haben die Wahrheit geschrieben, was man damals wusste. Und was schreiben sie? Da waren Götter, die haben die Menschen gemacht nach ihrem Ebenbilde. Das ist keine Fantasie. Was schreiben sie? Geschichten von Gilgamesch, der zum Teil Mensch, zum Teil Gott ist. Was schreiben sie? Es gab Geschlechtskontakt.
zwischen fremden himmlischen Wesen und den Menschen. Schau, darauf, auf das, was ich jetzt gesagt habe, hat man mir schon vorgeworfen, Herr von Däniken, Sie sind so etwas wie ein Rassist. Entschuldigung, schlagen Sie mal die Bibel auf. In der Bibel, im Alten Testament, lesen Sie, als aber die Gottessöhne, je nach Übersetzung steht auch, die Wächter des Himmels, die Wächter des Firmaments, sahen, dass die Töchter der Menschen schön waren, nahmen sie sie zu Weibern, welche sie nur wollten. Das Gedankengut kommt aus unseren heiligen Schriften und es muss dieselbe Chromosomenzahl gewesen sein und derselbe Geschlechtsapparat, sonst hätten die Fremden keinen Sex mit unseren Töchtern haben können. Und daraus entstanden Mischwesen. Und das sind wir. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ich kann mir das auch irgendwie anders überhaupt nicht erklären, warum wir plötzlich so einen Sprung gemacht haben, wenn in unserer DNA, sage ich mal, eingegriffen worden ist, vielleicht durch den Geschlechtsakt, dann ergibt sich das auch automatisch, oder? Natürlich, aber es ist eingegriffen worden. Und diesen Eingriff ins Genom kann man heute beweisen. Unsere Genetiker sind so raffiniert, die können genau beweisen, da fand ein Eingriff statt. Und einige Genetiker sagen das auch, zum Beispiel in Francis Crick, Nobelpreisträger, in seinem Buch, das Buch hat den Titel Life Itself, also Leben. Die sagen das nur, das geht nicht an die Öffentlichkeit. Es passt nicht in den Zeitgeist. Es passt nicht für die Menschheit. Man kann der Menschheit nicht sagen, ihr seid zum Teil Mensch, Evolution geworden und zum Teil Geschöpfe von draußen. Man kann das denen nämlich nicht beibringen. Es braucht seine Zeit. Der Zeitgeist braucht mindestens eine Generation. Herr Erich von Däniken, wurden Sie schon mal aufgrund Ihrer Thesen oder aufgrund Ihrer Arbeit von gewissen Leuten zurückgehalten worden? Ja, zurückgehalten. Man hat oft über mich gespottet, über mich geschumpfen, man hat über mich gelästert, aber das gehört ganz normal dazu. Schau, als ich jung war, habe ich mich darüber geärgert, selbstverständlich. Speziell, wenn die Angriffe ungerechtfertigt waren. Es gab oft auch gerechte Kritik, das muss man zugeben, wo die Kritiker recht haben und wo ich mich geirrt habe. Aber wenn man älter ist, inzwischen bin ich 89, freue ich mich über jeden. Ich freue mich über Kritik. Ich streite auch gern mit Kritikern, weil am Ende von 2 Stunden Gespräch verliert die andere Seite immer. Ja, war gut. Was sagen Sie zu dem Thema Transhumanismus? Alles möglich. Schließe überhaupt nichts mehr aus. Also quasi Cyborg, Halbmensch, Halbmaschine. Ja. Chips im Gehirn vielleicht implantieren und so weiter und so fort. Ich befürchte, das kommt alles. Jetzt wir laufen ja voll auf die künstliche Intelligenz zu. Genau. Da war vor 2 Jahren war eine Konferenz in Genf und da haben Menschen mit Robotern gesprochen. Und einer der Roboter sagte dem Menschen, Sie, die Roboter, würden die Menschheit überleben. Und der Mensch sagte, nein, wir haben euch geschaffen. Wir sind sozusagen eure Götter. Und der Fremde hat nur gelacht, hat dem Menschen gesagt, schau mal Mensch, du hast dein Herz. Dein Herz kann einen Herzinfarkt kriegen. Da bist du tot. Ich habe kein Herz. Ich kriege keinen Herzinfarkt. Du hast eine Lunge, du hast Leber, du kannst Krankheit werden, Infektionen. Das passiert bei uns alles nicht. Wir, die künstliche Intelligenz, werden euch überleben. Ihr könnt dann Ferien machen auf der Erde. Wir sorgen für den Rest. Wahnsinn. Glauben Sie? Ich bin nicht ganz glücklich. Ja. Ich bin nicht ganz glücklich bei dieser Aussage. Glauben Sie, dass durch Transhumanismus der Mensch an sich komplett verwandelt wird? Quasi, dass man sowas wie kleine Zellen entwickelt? So kleine Mini-Nanoroboter, die dafür sorgen könnten, dass Gewebe erneuert wird, Zellen erneuert werden, dass man quasi längeres Leben hat oder die Organe dadurch, sag ich mal, wieder repariert werden. Es gibt ja solche Versuche. Ich befürchte, das passiert schon. In bestimmten Laboratorien geschieht das schon und wir wissen einfach nichts davon. Uns sagt man das nicht. Ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass sehr, sehr reiche Menschen, denen es ein paar Millionen nicht darauf ankommt, in ihren Forschungslabors gesagt haben, stellt das und das her, wenn ihr es könnt, lebensverlängern und gebt es mir oder meinen Kindern. Nur auch sowas kommt nicht an die Öffentlichkeit. Ja, ich habe noch nie sowas bekommen, bin aber schon 89 Jahre alt. Ich bin 89 Jahre alt und dicke, vernünftig. Die sogenannten Götter lassen mich offenbar leben. Ich rede noch einigermaßen vernünftig. Oh. Ich bewege mich einigermaßen vernünftig und das verdanke ich vermutlich meinem Glauben an das, was ich Gott nenne und meinen Gebeten, die ich täglich mache. Sie strahlen sehr viel Energie aus, Herr Erich von Däniken. Und das motiviert uns sehr, sehr, sehr doll. Und das wissen wir auch sehr zu schätzen, respektieren Sie auch dafür sehr. Meine nächste Frage ist, Thema Überbevölkerung.
Es wird ja immer wieder gesagt, die Welt ist überbevölkert. Jetzt wissen viele mit dem Begriff nicht viel anzufangen. Man hat vor Augen, dass die Welt von der Größe her zu klein wäre. Aber das ist sie ja gar nicht. Was ist mit Überbevölkerung gemeint, Ihrer Meinung nach? Ja, irgendwann gibt es Probleme. Zurzeit haben wir etwa 8 Milliarden, sagt die Statistik. Und vielleicht verträgt die Erde 10, 15 Millionen. Da muss man halt Wüstengrün machen. Das geht, das kann man alles. Man kann Salzwasser in Süßwasser verwandeln. Man muss die Erde urbar machen. Das ist alles möglich. Dann ertragen wir nicht nur 8 Milliarden, sondern vielleicht 16 Milliarden. Das geht alles. Gleichzeitig aber suchen wir nach Ausweichmöglichkeiten. Die steinreichen Leute wie Elon Musk beispielsweise, die schicken Raumschiffe zum Mars. Und dann sagt der Elon Musk in einem Interview, warum? Sie haben Angst, dass die Erde irgendwann kaputt geht und damit die menschliche Art nicht auch kaputt geht, soll auf dem Mars, sondern gleich mehrere Familien, nicht nur ein oder zwei Leute, sondern auf dem Mars angesiedelt werden. So, es gibt schon solche Projekte, dass die Menschheit nicht ausstirbt. Es könnte theoretisch ein Meteorit könnte die Erde treffen. Das ist nichts Irdisches, das ist keine Atombombe, wir haben nichts gemacht, wir wären trotzdem futsch. Und damit die Menschheit nicht kaputt geht, nicht zugrunde geht, denken Leute wie Elon Musk daran, schon jetzt Familien auf dem Mars anzusiedeln. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ob das realisierbar ist in so einer kurzen Zeit, das wissen wir. Genau, die haben ja Technologien, die wir ja noch gar nicht wissen. Die zeigen uns wahrscheinlich Technologien, die schon 20 Jahre alt sind. Und wir wissen gar nicht, wie weit fortgeschritten die eigentlich sind, ne, mit ihren ganzen Sachen. Das können wir leider nicht, das können wir nur mutmaßen. Schau, es gibt einen Professor Dr. Harry Ruppe, der war längere Zeit die rechte Hand von Werner von Braun. Er war später Professor für Weltraumtechnologie an der TU in München, ist jetzt gestorben. Harry Ruppe hat mir schon vor 20 Jahren gesagt, Erich, wir hätten die Technologie, zum Mars zu fliegen. Wir könnten's, aber wir wollen das nicht und niemand will das. Es ist zu früh, der Zeitgeist ist noch nicht reif. Aber wir hätten schon, natürlich geht eine Marsreise mit der damaligen Technologie lange, bis ein paar Monate unterwegs. Heute ging das sehr, sehr schneller. Heute haben wir Aussagen von Wissenschaftlern, die sagen, wir wissen heute, wie es geht. Dann fragt man sie, woher wisst ihr? Von Außerirdischen. Es gibt Kontakt mit Außerirdischen. Wir arbeiten mit denen zusammen. Wir könnten heute in wenigen Tagen auf dem Mars sein. Wieso tut man es nicht? Die Menschheit ist noch nicht reif dafür. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Haben Sie schon mal was von Nephilim gehört? Wahrscheinlich schon. Mit wem rede ich denn hier? Mit Erich von Däniken. Wenn Sie nicht davon gehört haben, wer dann? Was sagen Sie dazu? Weil viele Leute fragen das hier im Chat gerade. Also, die Riesenmenschen. Die Nephilim, das waren auch Besucher. Also der Begriff stammt von Zacharias Sitchin, von einem guten Autor, der gestorben ist, wir waren gute Freunde. Er hat den Begriff in die Welt gesetzt und er hat sich sehr, sehr auf sumerische Texte verlassen. Er hat altsumerische Keilschriften übersetzen können und daraus kam dieser Begriff Nephilim. Und die Nephilim sind die, die aus dem Weltall kamen, auf die Erde und die Menschheit eigentlich geschaffen haben. Aber gibt es denn nicht irgendwelche Befunde oder Beweise oder Skelette von denen, dass man das beweisen könnte? Nicht, dass ich wüsste. Man hat in Peru Skelette gefunden vor einigen Jahren. Darüber wird sehr, sehr gestritten. Was ist Fälschung? Was ist echt? Und so weiter. Es gibt einen einzigen Schädel, von dem man weiß, er kann nicht irdisch sein, weil der Schädel keine Fontanelle hat. Mhm. Also auf jedem menschlichen Kopf, wenn sie sich komplett rasieren, läuft da über den Kopf etwas wie eine Naht. Genau. Die Naht nennt man Fontanelle. Und es gibt einen Schädel, der liegt in einem Museum in Peru, in Lima, und der ist deformiert, also einen hohen Schädel, nach hinten gezogen, und dem fehlt diese Naht. Und da sagt man, das müsste eigentlich außerirdisch sein. Übrigens, diese deformierten Schädel, die finden Sie auch im Ägyptischen Museum. Schon Osiris, der ursprüngliche Gott, Osiris ist übrigens für die Ägypter dasselbe wie Orion, das Sternbild. Mhm. Isis, seine Frau, ist Sirius, so. Das alles mit den Sternen. Osiris bereits auf den altägyptischen Darstellungen hat einen langgezogenen Schädel nach hinten gezogen. Das ist nicht normal, diese Schädel. Wie auf den Malereien, das sieht man auch auf den Malereien sehr oft. Ursprünglich hatten offenbar die Götter so langgezogenen Schädel. Und dann kamen die Menschen und wollten es den Göttern gleich tun. Einige Priester wollten so aussehen wie die Götter, damit die Menschen auch sie
respektieren und ihnen Opfergaben geben. Und dann haben die Menschen angefangen, einigen kleinen Kindern die Schädel mit zwei Brettern zusammenzudrücken, damit die Menschenschädel hoch waren. Eine Tortur, wie kann man das zu einem Säugling antun? Es ist aber getan worden, man weiß es. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Erich von Däniken, hier wird weiterhin gefragt, denken Sie, dass es Mächte gibt, also mächtige Menschen, die versuchen, die wahre Menschheitsgeschichte zu vertuschen oder zu verbergen? Selbstverständlich gibt es das. Also, ich bin noch nie belästigt worden. Und wie gesagt, ich konnte meine Bücher immer veröffentlichen, ohne Druck. Aber ich werde nicht ernst genommen. Also, ein Wissenschaftler, wenn ein Astronome, Professor, Doktor der Astronomie, jetzt kommen würde und sagen würde, wir sind nicht allein, da draußen gibt es Leben und wir sind bereits von Außerirdischen besucht worden, dann würde seine eigene Zunft, die anderen Astronomen, würden ihn fertig machen. Würden sagen, hallo, was erzählst du für einen Blödsinn? Spinnst du plötzlich? Bist du alt geworden? Tickst du nicht mehr richtig? Hast du Alkohol gehabt? Seine eigene Zunft kann es nicht zulassen. Und deshalb ist man ganz froh, wenn Erich von Däniken das macht, denn den muss man nicht ernst nehmen. Der Erich von Däniken verlangt keine Wissenschaftlichkeit. Aber Erich von Däniken geht in die Breite. Ich habe eine Weltauflage in meinen Büchern von über 70 Millionen Kopien. So, das läuft. Der Zeitgeist ändert langsam und langsam. Es kommt von außen her. Ich habe vorhin den Namen Professor Dr. Harry Ruppe ins Spiel geworfen. Mit dem habe ich eine ähnliche Diskussion mal geführt. Dann sage ich, Harry, das müsste doch von euch kommen. Von euch, Superastronomen. Sagt er, nein, Erich. Die Gedanken müssen von außen kommen, von außen in die Gesellschaft getragen werden. Dann können wir darüber streiten, dann können wir es aufgreifen. Aber wir können damit nicht anfangen. Es widerspricht dem Zeitgeist. Der Zeitgeist ist die jeweils herrschende Vernunft. Wenn etwas unvernünftig scheint, darf es die Wissenschaft nicht behandeln. Also wird der Zeitgeist quasi, so wie ich das jetzt raushöre, kontrolliert und bewusst gestreut? Ja. Oder wie kann ich das verstehen? Ja, der Zeitgeist ist die gerade herrschende Vernunft, dass die jeweilige Zensur, wenn etwas nicht passt, wird es lächerlich gemacht. Automatisch, der Zeitgeist will Vernunft. Und zum Beispiel sogenannte Whistleblower, Leute wie ich, Theoretiker, die entsprechen nicht dem Zeitgeist. Wir bringen fremde Gedanken in den Zeitgeist, aber wir verändern den Zeitgeist langsam, langsam. Aber wir sind eigentlich unvernünftig. Leute wie Erich von Däniken sind in der Wissenschaft unvernünftig, aber wir bewegen etwas. Ja, ich wollte es gerade sagen, die Leute, die was bewegen und die Leute, die auch Eindruck hinterlassen, noch Jahre später, Jahrzehnte später, sind ja meistens die, wo man immer gesagt hat, das ist ein Spinner. Nehmen wir mal zum Beispiel Einstein, der wurde ja auch damals von den Wissenschaftlern eher ausgegrenzt, ne? Bis sie ihn irgendwann akzeptiert haben. Nikola Tesla ebenfalls. Das sind ja Genies ihrer Zeit gewesen, die zu ihrer Zeit auch belächelt worden sind. Und die haben die nicht ernst genommen. Und heute haben wir sehr viele Vorteile durch ihre Arbeiten, die wir ja genießen können. Weißt, da gibt es die alte, weise Erkenntnis. Jede neue wissenschaftliche Erkenntnis durchläuft drei Phasen. Am Anfang sagt die ganze Wissenschaft, alles Unsinn, alles Blödsinn. In der zweiten Phase ist man ruhig und still. Man möchte nicht mehr daran erinnert werden. Man will nicht mehr drüber reden. In der dritten Phase sagt die ganze Welt das, haben wir doch immer gesagt. das ist wirklich so. Man sagt ja, sie wollen dich erst bekämpfen. Wenn die das nicht schaffen, versuchen die dich lächerlich zu machen. Und wenn sie das nicht geschafft haben, geben sie dir den Respekt, dass du die zwei Runden überlebt hast. Und dann sagen die, okay, du hast unseren Respekt. Du hast dich nicht fertig machen lassen. Das ist wirklich so. Das ist auch in der Musikbranche. Ich bin ja in der Musikbranche tätig. Und ich erkläre mal ganz kurz nebenbei. Ich wurde für die Art und Weise, wie ich denke und in der Öffentlichkeit auch publiziere, sehr hart kritisiert, weil ich halt frei Schnauze auch Dinge sage, worüber ich selber nachdenke. Zum Beispiel war ich in einem Interview mit einem Freund von mir, sein Name ist Leon Lovelock, sehr bekannt gewesen zu der Zeit. Und wir hatten ein Interviewformat, der Erich von Däniken. Und dort ging es um solche Themen, out of the box denken. Ich wurde gefragt, was sagst du zu den Pyramiden etc. etc. Und dann kam es auch irgendwann zu der Frage, ist die Erde flach oder rund? So, und ich habe einfach gesagt, weder noch, weil ich es mit meinen Augen halt nicht gesehen habe. Ich kann ja nur das annehmen, was mir erzählt wird. Und daraus wurde so ein Strick gedreht, dass ich dann irgendwie 3 oder 4 Jahre später noch Nachwirkungen davon gespürt habe und wurde dann aufgrund dieser Aussage in meiner Branche auch lächerlich gemacht.
So wie Sie das gerade sagen. Und da versucht man mit allen Mitteln, jemand in eine Schublade zu drücken und zu drängen, obwohl man einfach nur frei denken möchte. Man tut ja niemandem damit weh. Ich habe ja niemanden damit angegriffen, als Beispiel. Und Sie ja auch nicht. Sie tun ja niemandem damit weh. Und ich finde, Freigeister sind wichtiger denn je. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass Sie es so weit gebracht haben. Und sehr viele Menschen sehen zu Ihnen auf. Und solche Menschen muss es einfach mehr geben. Ich selber, wie gesagt, ich habe 47 Bücher zum Thema geschrieben und ich bin längst nicht allein. Viele andere Autoren auf der Welt haben das Thema aufgegriffen, schreiben auch Bücher in ihren Ländern, in ihren Sprachen etc. Und nicht nur das, da gibt es den amerikanischen Fernsehsender History Channel. Der History Channel sendet seit 15 Jahren die Sendung Ancient Aliens. History Channel, Ancient Aliens, alte Astronauten. Und jede Woche läuft das weltweit auf alle Bildschirme der Welt. So die Geschichte, die ich aufgegriffen habe, in die Welt geschmissen habe, hat Wellen geschlagen. Nicht nur von mir, von vielen anderen Kollegen und Fernsehstationen. Die Geschichte kannst du nicht mehr totkriegen. Auch wenn ich abtrete, es geht weiter. Andere arbeiten weiter, werden erkennen müssen, wir sind nicht allein auf dem Planeten. Es gibt Außerirdische und wir sind schon besucht worden in der Vergangenheit. Und die Besucher haben seinerzeit versprochen, wir werden wiederkommen. Die Wiederkunftsversprechung kennst du in jeder Kultur. Und sie haben nicht nur versprochen, sie sind inzwischen da. Sie könnten heute einem Außerirdischen begegnen. Was sagen Sie zu dem sogenannten Maya-Kalender? Ich meine, es gibt viele Kulturen, die prophezeien ja, sage ich mal, das Ende der Zeit. Und man hört das ja immer mehr und häufiger. Und es gibt ja den sogenannten Maya-Kalender. Das war, glaube ich, 2012, sollte der enden. Vielleicht heißt es nicht, dass die Welt untergeht, sondern wir kommen in einen neuen Zyklus. Nein, der Maya-Kalender ist wirklich der präziseste Kalender der Welt. Und die Maya selber haben gesagt, sie hätten ihn von den Göttern. Jetzt musst du aufpassen. Mhm. Jede Kultur der Welt hat einen Kalender. Und der Startschuss für einen Kalender ist für die betreffende Kultur etwas sehr Wichtiges. Sonst beginnt man nicht mit einem Kalender. Beispiel, wir leben in der christlichen Welt. Wir haben einen christlichen Kalender. Der Grund für den Kalenderstart ist die Geburt von Jesu. Aber genau. Die muslimische Gesellschaft hat einen ganz anderen Kalender. Der beginnt 611 nach Christus. Warum haben die Muslime einen anderen Kalender? Weil der Prophet Mohammed damals nach Medina ist. Das war der Grund. Oder die jüdische Gemeinschaft hat wieder einen anderen Kalender. Beginnt 3.500 vor Christus. Warum? Nach ihrer Überlieferung sei damals die Welt erschaffen worden. So, in Zentralamerika leben die Maya. Die Maya haben selbstverständlich auch einen Kalender, einen sehr präzisen Kalender. Und der begann am 11. August 3114 vor Christus. Das Datum kennt man sehr genau. Warum haben sie an diesem Tag mit dem Kalender begonnen? Sie haben es überliefert, weil an jenem Tag die Götter von der Straße der Sterne herniedergekommen sind. Also damals, am 11. August 3014 vor Christus, kamen Außerirdische. Das hat die Maya derart beeindruckt, dass sie mit ihrem Kalender an diesem Tag begonnen haben. Was will man eigentlich noch mehr? Da hat man den Beweis. Aber es gibt noch viel mehr Beweise. Das verstehe ich auch. Und Sie haben auch den Begriff Cargo-Kultur schon öfter gebracht. Den habe ich bei Ihnen zum ersten Mal gehört. Das ist ja, wenn eine Kultur etwas sieht und das nachahmt. Ja. Ne? Und was haben denn die Maya haben ja einiges nachgeahmt von ihren, sag ich mal, sogenannten Göttern, die sie gesehen haben. Da haben sie auch Vergleiche gebracht und so weiter und so fort. Aber was ich mich frage ist, was passiert denn, nachdem dieser Kalender, sag ich mal, durch ist? Dann fängt er einfach wieder an. Der Maya-Kalender endete im Jahr 3012, aber das ist nicht der Weltuntergang, ja, sondern es ist bei uns Silvesternacht und am anderen Tag beginnt eine neue Zählung, beginnt wieder 1. Januar. Es beginnt eine neue Kalenderrunde. Aha, verstehe. Okay. Gemeint ist nicht, die Welt geht kaputt. Gemeint ist, der Kalender ist zu Ende. Es fängt eine neue Zählung an. Und die Maya hatten mehrere solche Kalenderrunden, die über viele Jahrtausende liefen. Verstehe. Ja. Da fällt mir eine Geschichte ein. Herodot war ein griechischer Historiker. Der lebte 2.500 vor Christus. Und der machte eine Reise nach Ägypten. Dort traf er auf einen Ägypter. Und der Ägypter hat den Herodot herumgeführt, hat ihm auf einer Straße verschiedene Statuen gezeigt und zu jeder Statue erklärt, von wann bis wann der betreffende Mann gelebt hat, etc. Mhm. Am Ende der Führung sagt der Ägypter zum Griechen, diese Statuen beweisen ein Zeitalter
von 11.340 Jahren. Damals seien die Götter vom Firmament da gewesen. Seither seien sie nicht mehr gekommen. Ich habe es am Anfang schon erklärt. Das geschah vor 2.500 Jahrtausenden. Die müssen wir zuzählen. Vor rund 14.000 Jahren waren Außerirdische hier auf der Erde besucht. Das kann man beweisen. Ich auch aufgrund des Kalenders recherchiert. Ich frage mich, wann ist wieder der Zeitpunkt, an dem die sogenannten Schöpfer oder Aliens oder wie auch immer man sie nennen mag, dass sie mal wieder herkommen? Was glauben Sie? Die sind schon da. Die sind schon da unter uns. Aber sie schockieren uns nicht. Die sind da. Ich habe am Anfang mehrere Wissenschaftler erklärt, zum Beispiel Chaim Eshet, der Chef der israelischen Weltraume, der Außerirdische sind unter uns. Ich erinnere an Paul Helier, Kanadas Verteidigungsminister, hallo, ein intelligenter Mann, inzwischen tot, der sagt, sie könnten einem begegnen, sie würden es nicht merken. Außerirdische sind unter uns inzwischen. Und die schockieren uns nicht. Ich habe selber so eine persönliche Erlebung, schau, ist schon 40 Jahre her. Mhm. Ich hatte einen Vortrag in Bremen. Und damals hat man noch Diaprojektoren gehabt, nicht wie heute Computer. Alles lief auf Diaprojektoren. Ich hatte einen Mitarbeiter, der hieß Mark, und der lief hinter mir nach dem Vortrag zum Auto, um unsere Sachen einzupacken. Und am Vortrag ist die Frage aufgetaucht worden, da war eine Diskussion, ob Außerirdische unter uns sind. Und ich sagte damals, nein, absolut nicht, so ein Unsinn. Ich glaube nicht, dass Außerirdische unter uns sind. So ein Blödsinn. So, jetzt sind wir da unten mit zwei Projektoren in der Hand und laufen auf mein Auto zu. Und da kommt ein fremder, gut aussehender, hübscher, junger Mann auf uns zu, stellt mir den Weg ab und hält mir seine Hand entgegen und sagt sehr freundlich in gutem Deutsch, Herr von Däniken, Sie haben gerade gesagt, Sie glauben nicht, dass Außerirdische unter uns sind. Ja, sagte ich, glaube ich nicht. Und ich spürte seine Hand in meiner Hand, ich habe sie gedrückt. Dann schaute er mit seinen Augen auf unsere Hände runter und vor meinen Augen wurde seine Hand in meiner Hand unsichtbar. Ich drückte sie, ich hielt sie fest und die Hand wurde unsichtbar. Mein Mitarbeiter hinter mir ließ die beiden Projektoren auf den Boden knallen. Einer ging kaputt, wir mussten ihn so. Da wird eine Hand unsichtbar und ich hab sie in der Hand. Ich drück sie, ich sehe sie. Dann ließ er die Hand wieder los, zuckte mit den Schultern, verdrehte ein bisschen die Augen, so als wollte er sagen, ich kann auch nichts dafür. Und läuft einfach wieder weg. Das ist sehr, sehr wild. Also, ja, wenn man so etwas selber nicht gesehen hat, dann ist es natürlich für jemanden, der, sage ich mal, so wie ich, absolut gebrainwashed ist von den ganzen Medien und von den Filmen und so, ist es schwierig, das erstmal so anzunehmen oder zu glauben, bis zu dem Punkt, wo man selber dann Zeuge von solchen Dingen wird. Ja. Ich bin halt nicht Zeuge von solchen Sachen geworden, noch nicht. Aber ich bin Zeuge von anderen Sachen geworden, Herr Erich von Däniken. Und zwar sagt Ihnen der Begriff DMT etwas? Nein, auf Anhieb nicht. Das ist der Stoff, der vom Gehirn produziert wird, und zwar von der Zirbeldrüse. Ah, okay, jetzt weiß ich, von was Sie reden. Genau, das heißt, wenn etwas Schlimmes passiert oder wenn man, sag ich mal, den Löffel abgibt, dann schüttet dein Körper DMT aus. Das heißt, du fühlst dich als das Glücksgefühl da. Genau, absolute Glücksgefühle, wie man sie noch nie hatte. Das hat man, wenn man geboren wird und wenn man halt stirbt. Und das hat halt jedes Lebewesen. Und man kann sich DMT auch, sage ich mal, extern zuführen. Und dann hat man, dann simuliert man quasi den Moment, an dem man stirbt. So eine Art Droge. Nee, Droge ist ja etwas, was süchtig macht. Das ist, sag ich mal, bewusstseinserweiternde Substanz, sag ich mal. Das ist auch etwas, das nimmst du nicht jeden Tag oder so, das machst du vielleicht einmal im Leben. Das ist eine Erfahrung. Okay. Und ich war auf Santorini, auf einer Insel, und da haben wir mit einem Schamanen geredet. Und wir haben sehr viel über Gott und die Welt philosophiert. Und er hatte so ein kleines Fläschchen, das war sehr goldig. Das ist hier keine Werbesendung für irgendwelche Drugs, ich distanziere mich davon sofort. Es geht nur um meine Erfahrung. Und ich habe diese Substanz namens DMT probiert. Ja. Und hatte dort Erfahrungen und Dinge gesehen, die ich zuvor noch nie gesehen habe. Das heißt, ich war dem Göttlichen noch nie so nah wie an diesem Zeitpunkt und habe meinen Körper quasi verlassen. Ich habe meinen Körper nicht mehr gespürt und ich war nur noch reines Bewusstsein. Das heißt, mein Körper hat sich quasi aufgelöst, in 1000 Teile, vor meinen Augen zersprungen. Und dieses Gefühl war unbeschreiblich. Ich glaube Ihnen sofort. Ich habe die Erfahrung nie gemacht. Aber das glaube ich Ihnen sofort. Es gibt Menschen, die haben die Erfahrung gemacht. Seinerzeit gab es den amerikanischen Professor Timothy Leary.
der mit Drogen aller Art, auch mit Urwalddrogen aus dem südamerikanischen Urwald experimentiert hat. Ayahuasca und der wahrscheinlich. In seinem Buch auch solche Zustände beschrieben. Absolute Glückszustände, wo man den Körper verlässt. Also ich glaube Ihnen das sofort. Weil DMT ist der Stoff, woraus Träume gemacht werden. Das heißt, wenn man träumt, dann hast du eine hohe Aktivität im Gehirn und an der Zirbeldrüse wird sehr viel DMT ausgeschüttet. Und leider ist es so, dass den Lebensstil, den wir so haben in den europäischen Ländern und so weiter und so fort, nehmen wir Nahrung zu uns, die diese Zirbeldrüse, die wir alle haben, sehr hemmt und quasi verkalkt. Die verschließt sich und funktioniert nicht mehr so richtig. Das heißt, wir träumen weniger, wir haben weniger diese Glücksgefühle und die Zirbeldrüse ist auch für die Spiritualität zuständig. Und es gibt Techniken und es gibt bestimmte Nahrungsmittel, wenn man das anwendet, hat man quasi eine befreite Zirbeldrüse. Sie können mal später vielleicht einen Test machen, der ist sehr einfach, den kann jeder für sich auch daraus machen. Wenn man die Augen schließt in völliger Dunkelheit, am besten wenn man schläft, dann sollte man gewisse Farben sehen können, wenn man sich die vorstellt. Das heißt, wenn Sie die Augen schließen, Herr Erich von Däniken, und Sie stellen sich die Farbe lila vor oder rot, dann müssten Sie die Farbe mit Ihrem geistigen Auge wirklich klar sehen können. Daran erkennen Sie, ob Ihre Zirbeldrüse funktioniert oder ein bisschen gehemmt ist. Das ist so ein kleiner Test von so einem Wissenschaftler. Das ist sehr interessant. Das empfehle ich Ihnen. Kann ich heute Abend im Bett mal ausprobieren. Ja, das kann jeder von euch ausprobieren. Das ist sehr, sehr gut. Dann werdet ihr sehen, ob die Zirbeldrüse... träumen Sie viel? Haben Sie oft Träume oder eher nicht so? Ja, ich träume sehr viel. Jede Nacht. Ja, fantastische Dinge. Ich habe immer das Gefühl, ich bin auf anderen Planeten, ich bin in anderen Zeiten, ich bin auf anderen Welten und zwar alles sehr, sehr real. Man ist nicht nur da wie ein Zuschauer, man spürt den Geschmack, man spürt die Berührung, man spürt die Temperatur. Jede Nacht bin ich irgendwo anders, das ist komisch. Wobei übrigens am Rande nur, ich habe noch nie ein UFO gesehen. Mhm. Stell dir vor, ein Typ wie Erich von Däniken schreibt viele Bücher über Außerirdische. Ich kenne viele Menschen, die UFOs gesehen haben, die glaubwürdig sind. Menschen, die da drin waren in UFOs, die sogar Implantate trugen, sie können das also beweisen. Aber ich selber habe noch nie ein UFO gesehen. Vielleicht wird der Tag kommen, Herr Erich von Däniken. Ich möchte Sie auch gar nicht zu lange einspannen. Ich habe noch eine allerletzte Frage und zwar, was ist das letzte Puzzleteil, was Sie benötigen für Ihr Lebenswerk? Gibt es da noch irgendwas, was offen ist, was Ihnen auf den Herzen liegt, was Sie noch wissen möchten? Natürlich, ich kann beweisen, dass Außerirdische da waren, aufgrund von Untersuchungen, aufgrund von alten Schriften, Aussagen aus dem alten Indien etc. Was mir aber fehlt, das letzte Puzzleteil, wäre ein objektiver Beweis. Ich hätte sehr gerne einen Gegenstand irgendwo gefunden, ein Gegenstand, von dem man klipp und klar weiß, er ist nicht irdisch, aber nicht etwa wie ein Meteoritenstück, sondern man müsste erkennen, das Ding ist künstlich. Künstlich, etwas Künstliches, aber nicht von unserem Planeten. Und so etwas würde ich dann stolz natürlich an einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorstellen und sagen, hallo, hier ist der Beweis, das ist außerirdisch und das ist künstlich. Das fehlt mir noch, dieses Puzzleteil, vielleicht erlebe ich es noch. Aber nochmals, inzwischen bin ich 89 Jahre alt. Die Götter lieben mich. Ey, wir lieben Sie auch, Herr Erich von Däniken. Also die Leute hier im Chat, die drehen gerade völlig durch. Die haben so viele Fragen. Das könnte bis morgen so weitergehen. Leute, wir haben halt eine Zeitspanne. Wir können den Herrn hier nicht die ganze Zeit für uns vereinnahmen. Hier fragt zum Beispiel jemand nach den Kornkreisen. Es gibt ja so gewisse Kornkreise und man sagt, das sind Zeichen von den Außerirdischen. Was sagen Sie dazu ganz kurz nochmal, damit der hier Ruhe gibt? Also, ja, es gibt Kornkreise, die werden gefälscht. Und die Fälscher, die stehen dazu. Die zeigen sogar, die sind stolz. Die zeigen sogar, wie sie es fälschen. Wie sie mit Holzblöcken die Halme runterknallen. Es gibt aber andere Kornkreise, die sind definitiv echt. Die sind gefilmt worden. Die entstehen immer 2-3 Sekunden. Ich habe solche Filme zugespielt bekommen von englischen Forschern. Das ist wahnsinnig. Da passiert etwas. Die Halme sind nicht gebrochen, sind nicht geknickt, sie sind nicht nach unten gedrückt und sie zeigen ganz bestimmte Formen. Irgendwer da draußen versucht, mit uns zu kommunizieren und wir sind zu eingebildet, um darauf einzugehen. Also stellen Sie sich folgendes Bild vor. Eines Morgens ist ein Kreis in einem Kornfeld. Naja, sagen die Menschen, das haben Tiere gemacht. Wildschweine sind im Kreis gelaufen oder zufälligerweise Wetterprognosen etc. Am nächsten Tag ist ein zweiter Kreis da. Sagen die Menschen, na schön, nochmals ein Zufall. Am dritten Tag werden die beiden Kreise miteinander verbunden
durch einen Strich. Zwei Kreise verbunden mit einem Strich. Jetzt müsste ich ehrlich sagen, stopp. Der eine Kreis könnte das Atom sein, der zweite Kreis wieder ein Atom, verkoppelt, das ist das erste Molekül. Wenn zwei Atome verkoppelt werden, entsteht ein Molekül. Jetzt könnten wir das nächste Atom anhängen und könnten kommunizieren, aber wir tun es nicht. Wir sind so eingebildet, das darf doch alles nicht sein. Es gibt neben den Fälschungen echte Kornkreise. Jemand versucht, mit uns zu kommunizieren und wir nehmen es nicht zur Kenntnis. Sie sagten gerade Atom. Jedes Atom beinhaltet ja Information, damit es sich ja mit dem anderen Atom verbindet und ergibt dann ein Molekül und einen Stoff. Ich frage mich, Herr Erich von Däniken, woher hat das Atom die Information, wie es sich zu verhalten hat? Von wem das ist genau richtig. Ja, das ist die entscheidende Frage. Da ist wieder der Geist. Der sogenannte Geist in der Materie oder in der Religion, würden wir sagen, vom Geist Gottes. Da ist die Schwingung drin. Das tatsächlich, wir können es nicht erklären. Frequenzen vielleicht. Ja, und woher kommt die Frequenz? Schau, es gibt so viele Modelle, ja, die versuchen zu erklären, wie das Universum entstanden ist. Und wir haben kein Modell. Das, was ich immer wieder höre, sagt Herr von Däniken, Ihre Frage ist überflüssig. Stellen Sie sich das Universum vor wie ein Kreis. Ein Kreis hat keinen Anfang und kein Ende. So die Frage muss gar nicht gestellt werden. Doch die Frage muss gestellt werden. Auch ein endloser Kreis muss sich irgendwann mal gebildet haben. So, jetzt kommen wir zurück auf Ihre Moleküle. Wir haben keine Ahnung, wie die ersten Atome sich gebildet haben. Wir wissen es nicht. Und da wird man ganz klein und spricht respektvoll von einer geistigen, spirituellen Macht. Die Religionen sagen Gott dazu. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich habe neulich noch einen Bericht gesehen, da hieß es, dass wir in unserer Wirbelsäule fließt ein Öl. Man nennt das heilige Sekret. Vielleicht haben Sie davon schon mal gehört. Das fließt im Laufe des Lebens von oben nach unten. Und man sagt, wenn es unten angekommen ist, ich weiß jetzt nicht mal die Richtung, von unten nach oben oder von oben nach unten, und wenn es angekommen ist, ist das quasi das Ende des Lebens, also für den einzelnen Menschen. Und dieses Sekret nennt sich, es gibt verschiedene Begriffe, es wird produziert im Klaustrum, das ist auch im Gehirn. Und jetzt kommt das Spannende, was ich Ihnen gerade sagen wollte. Jesus Christus wurde ja laut den Büchern gekreuzigt. So, und Jesus Christus ist wie alt geworden? 33, richtig? So, ja, und ja. Jetzt ist nämlich das Interessante, der Mensch hat 33 Wirbel, also sein Kreuz, sein Rücken. Okay. Und jetzt ist da jemand, der hat gesagt, das mit Jesus ist eine Metapher, die besagt, dass dieses heilige Sekret, sobald es aufgestiegen ist, wieder zum neuen Leben hervorscheint. Ich kann damit nichts anfangen, ich weiß nicht, aber es ist schon sehr bemerkenswert, was es für Zufälle gibt. Und das ist... Die Jesus-Geschichte ist eine andere Geschichte, über die können wir uns nicht unterhalten. Wir müssen wieder mal einen Termin abmachen irgendwann und dann bringen wir auch das zum Spaß. Sehr gerne, sehr gerne. Die Jesus-Geschichte nur ganz kurz. Jesus hat die Kreuzigung überlebt. Er hat überlebt, er ist nach Kaschmir gewandert, im Hochland von Indien heute. Ich war in seinem Grab, ich habe das Grab fotografiert und das kann man beweisen, weil der damalige Herrscher vor 2000 Jahren von Kaschmir hat mit Jesus ein Gespräch geführt. Das Gespräch liegt im historischen Archiv von Srinagar. Srinagar ist im Hochland von Kaschmir. So, man kann das beweisen. Jesus hat selbstverständlich gelebt, hat gewirkt, alles klar, alles großartig, nur er war nicht tot, er ist nach Kaschmir gewandert. Sein Grab liegt dort oben. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte. Ich würde sehr gerne Sie natürlich noch einmal irgendwann bei Zeit einladen. Ich glaube, die Leute werden sich darüber riesig freuen. Machen Sie einen Termin mit Ramon irgendwann. Natürlich. Die nächsten 3-4 Monate bin ich nicht da. Mich jagen Sie wieder in der Welt herum. Aber irgendwann bin ich wieder da. Wo sind Sie? An den Nazca-Linien? Ja, da können wir drüber reden dann. Ja. Über Nazca und andere Sachen. Ich übergebe Ihnen Ramon hier. Ciao, Herr Erich von Däniken, es war uns eine Ehre. Bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank. Ciao. Ja, der Altmeister. Vielen lieben Dank. Das war ein sehr, sehr, sehr interessantes, leider auch relativ cool, weil die Fragen sind halt so komplex und man könnte bis morgen darüber philosophieren, diskutieren. Mega spannend. Die Leute haben sich riesig gefreut. Wir bedanken uns recht herzlich dafür und wünschen uns natürlich, sobald der Herr Erich von Däniken wieder zurück ist nach dem halben Jahr, dass man vielleicht noch einmal zusammenkommt und wir vielleicht noch mal in ein Gespräch gehen und vielleicht uns auf 1-2 Themen konzentrieren,
die wir dann so ein bisschen intensiver besprechen. Das war jetzt natürlich sehr durcheinander gewürfelt. Die Leute haben hier genau. sehr viele Fragen im Chat. Beobachtet ihr den Chat vielleicht zufälligerweise auch? Lest ihr so, was da so drin steht? Also ich muss ehrlich sagen, eben, es gibt so viele Anfragen und wir haben so viele Interviews, ich komme gar nicht mehr hinterher. Dann den sind wir sowas von geehrt, dass wir es geschafft haben, an die Strippe zu kommen. Danke euch fürs Interesse und es ist ja auch wichtig, eben, dass das auf eine neue Generation auch übergeht, dieses Wissen von diesen alten, weisen Hasen, sage ich jetzt mal. Und wie gesagt, das Thema ist so breit, sonst hätte er nicht jetzt 47 Bücher darüber geschrieben. Wahnsinn. Und es gibt so viele weiße Flecken, die wir eben selber auch noch erforschen müssen, wo sozusagen an unserer Generation ist, eben die Welt ein bisschen aufgeklärt, ein bisschen und besser zu machen. Sie forschen auch? Also Sie sind ja natürlich auch mit im Team und sehr interessant. Genau. Ja, vielleicht werden wir von Ihnen in Zukunft auch ein paar Bücher lesen. Von mir aus gerne eben. Also anscheinend hat es mir echt Spaß gemacht. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Dann können wir ja mal zusammenkommen und dann können wir so ein Doppelpaket machen. Dann habt ihr nachher 2 Stunden Infos. Hä? Ey, sehr, sehr gerne. Wir bedanken uns recht herzlich und wünschen Ihnen noch auf jeden Fall einen schönen Tag. In dem Sinne. Ebenso. Vielen schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss, danke fürs Interesse. Ciao. Sehr gerne. Adios. Oh mein Gott. Das war mal so krass, Alter. Ey, ich sag euch ehrlich, ich bin ja routinierter Medienprofi, ne? Aber das war mal echt eine sowas von krasse Angelegenheit, mit Ihnen da zu reden. Leute, ich bin selber noch ein bisschen aufgeregt. Das war anders. Das war das krasseste Interview oder krasseste Gespräch, was ich hier im Internet geführt habe. Ist mir eine Ehre. Wow, Alter. Das ist wow. Ey, Queenie, vielen lieben Dank. Und an alle, die hier zwischendurch reingeballert haben. Ey, das war so ein krasser Typ. Alleine mit ihm zu reden, das ist so ein anderes Feeling, Leute. Das ist einfach anders. Das ist einfach anders gewesen. Und er hat zugehört, er hat nicht einfach sein Ding runtergerattert. Viele haben ja gesagt, er macht nur seine Vorträge und rattert alles runter. Stimmt gar nicht. Er hat richtig zugehört. Ich habe ihm das mit den, meine eigene Theorie mit den 5 Sinnen erzählt. Meinte, habe ich auch noch nie gehört. Fand er interessant. Und ich habe so zwischendurch mal ein bisschen probiert, den so ein bisschen auch meine Theorien so mit reinzugeben. Aber es ist halt nicht meine Show gewesen. Das war Erich von Däniken, die Show. Ich wollte da nicht zu viel reinquatschen. Und Leute, das war der absolute Wahnsinn. Ich habe hier 1000 Nachrichten bekommen, 1000 Anrufe von Freunden, die gesagt haben, oh mein Gott, du bist gerade mit Erich von Däniken am Reden. Leute, ich habe probiert, so viel, ich weiß, es war schwierig, es war sehr schwierig, so viel wie möglich ich habe den Fragen zu stellen. Es war sehr schwierig, so die perfekte Balance zu finden zwischen Ausreden lassen, neue Frage einhaken, Themawechsel. Das war sehr schwierig. Und eure Fragen mit einzubinden, die Fragen, die wir vorbereitet haben, ohne ihn auf den Fuß zu treten. Es war verdammt ein schwieriger Akt. Aber ich habe euch gesagt, ich werde es für euch so gut wie möglich machen. Und er hat es von sich selber aus angeboten, es nochmal zu machen. Das heißt, er hat gemerkt, dass wir uns damit befassen, dass wir Bock drauf haben. Und er hat von sich selber aus angeboten, dass wir nochmal etwas machen und dann vielleicht 2 Stunden reingehen. Wow. Also ich glaube, wir haben unseren Job super gemacht. Und ich bin mega stolz, dass wir das geschafft haben. Nochmal ein riesen Dankeschön an euch, dass ihr es möglich gemacht habt. Denn ihr habt natürlich auch, sage ich mal, das nötige Kleingeld zusammengekratzt in den Donation und habt das Ganze auch natürlich möglich gemacht. Ja, klar, man hätte das Finanzielle, wäre jetzt nicht so das Problem gewesen, aber ich habe gesehen, euer Interesse ist da und ich wollte damit einfach sehen, wie groß ist euer Interesse. Ihr habt in nicht mal 24 Stunden habt ihr das vollgeballert und hier habt ihr das bekommen und es war einfach mega atemberaubend. Der hat, Digga, seine Art zu reden ist einfach catchy. Er beschreibt es so schön. Auch übers Internet kam seine gesamte Aura zur Geltung. Als würde man neben ihm sitzen, so quasi. Und ich hoffe, ihr konntet alles verstehen. Ich hoffe, der Sound war gut. Ich hoffe, ihr wart maximal entertained. Auch für die Leute, die sich zwar nicht mit den Themen befassen. Ich habe auch gesehen, Migo ist ab und zu reingekommen und hat gefragt wegen den Nazca-Linien. Habe ich probiert, noch irgendwie mit einzubauen. Bruder, was soll ich machen? Ich habe die ganze Zeit den Chat gelesen und mir gedacht so, oh, so viele Fragen, wie soll ich ihm die stellen, ne? Also ihr könnt euch auf jeden Fall auf ein richtig, richtig krasses
YouTube-Highlight-Video gefasst machen. Dort könnt ihr nochmal drauf zugreifen. Ich denke, unsere Cutter werden sich darum kümmern. Ihr wisst Bescheid, macht das YouTube-Highlight eures Lebens, denn dieses Video ist einfach legendär. Wir haben nichts Schlimmes gesagt, wir sind nicht abgetaucht in irgendwelchen Illuminaten und kindertrinkenden Sachen, sondern wir haben wirklich probiert, das Ganze so geil wie möglich rüberzubringen. Und ich hoffe einfach, ihr habt euch darüber sehr gefreut. Das war nur für euch, Freunde. Das war wirklich nur für euch. Und ich habe probiert, eure Stimme mit einfließen zu lassen. Das heißt, ihr alle da draußen, ihr seid quasi in meinem Kopf gewesen und ich habe probiert, all eure Fragen irgendwie an ihm zu stellen und probiert, das so vernünftig wie möglich zu machen. Ich bin dann erstmal raus aus dem Haus und sobald ich kann, bin ich wieder da. Ich küsse euer Herz. Also bis später, Peter.